Also die sind alle ein bisschen ausgelaugt, das ist schon okay. Und so. Was man nicht hören kann, die haben alle keine Hose mehr. Genau, wir podcasten, das ist die Nacht-Podcast. So wie zum Koffein. Wir haben uns einen Experten mitgebracht. Richtig, den wollte ich gerade. Fürs Nackt-Podcast. Genau, wir haben uns den international renommierten Nackt-Podcast-Experten mitgebracht. Wer bist du, wo kommst du her, was tust du? Am wichtigsten ist, dass ich einen kalten Hintern habe, weil das hier ein großer leerer Raum ist, in dem wir sitzen. Und das ist ziemlich frisch im Moment. Aber ich bin Alexander und mache unter anderem den Hoxilla-Podcast. Und da kenne ich vielleicht einen oder anderen von. Der Chris hat mich eingeladen, mit ihm den Workshop hier zu machen und bin der Einladung gerne gefolgt. Was für mich ganz spannend ist, ein anderes Podcast, ein Pärchen jetzt mal kennenzulernen, weil ich mache meinen Podcast auch primär mit meiner Frau. Und zu sehen, dass auch da der Mann die Frau immer pusht und sagt, du musst jetzt eine Folge aufnehmen. Das war für mich eigentlich so das, was ich am allermeisten sehr gerne mitgenommen habe. Und ich soll jetzt aufhören zu reden, weil... Nee, ich lese gerade. Du kriegst gleich ein paar auf deinen nackten Hintern, aber sonst ist das in Ordnung. Wenn es klatscht, ist das kein Applaus. Okay, das Bild bringt ihr nie wieder los. Aber fangen wir mal wieder bei den harmlosen Dingen an. Genauso rot wie ein Hintern, auf dem man gerade ein paar bekommen hat, waren die Blumen, die Alexander mitgebracht hat, anlässlich des Workshops. Eigentlich nur eine. Eigentlich nur eine. Und ich fand das, für mich ist das so ein bisschen das Gleichnis von der Blume. Kannst du uns da vielleicht mal dazu sagen, was dir durch den Kopf schoss, als du die Blumen mitgebracht hast? Darf ich kurz einen dazwischen noch? Ja. Das ist jetzt ja so eine leichte Unterbrechung der Todsünden. Du hattest ja eigentlich so eine Serie angefangen mit fotografischen Todsünden. Richtig, ja. Was steht denn da noch aus? Da steht zum einen, ich glaube als nächstes sollte irgendwie Faulheit oder Trägheit kommen. Arcadia, das ist eine von den Todsünden. Ich glaube die Hochmut hatte ich zum Schluss, aber dann kommen noch so Dinge wie... eine Völlerei hätten wir noch und Geiz. Okay. Also da gibt es durchaus noch das ein oder andere fotografisch abzuräumen. Das heißt, die nächste Folge ist dann die über Faulheit. Genau, auch für die Faulheit habe ich mir schon Experten. Deshalb dauert das auch so lange, bis die kommt. Richtig, ne? Genau. Ja, ich mache das nicht ohne Experten und faule Experten zu bekommen dauert naturgemäß. Oh, okay, alles klar. Man schießt auf die andere. Gut. So, die Frage war jetzt nochmal. Ich wollte wissen, warum Alexander uns eine Blume mitgebracht hat. Ja, als Einstieg für den Workshop habe ich überlegt, wie kann man Wahrnehmung, Gestaltung, Psychologie, Fotografie zusammenbringen. Und ich habe dann selber natürlich ein bisschen nochmal gelesen, habe Sachen aufgefrischt und habe dann einen Artikel gelesen, den ich ganz spannend fand, der damit aufmachte, dass wir sehr wohl in der Lage sind zu unterscheiden, ob wir etwas real sehen. Also ich hatte halt so eine Plastikblume dabei und die habe ich in der Hand gehabt und dann habe ich eine reale Plastikblume. Und habe aber auch ein Foto von mir, wie ich diese Plastikblume halte, gemacht und habe dieses Foto an die Wand geschmissen. Und das war eine Projektion, ne? Du hast nicht ein Foto genommen und hast an die Wand geschmissen, hast du runtergefallen? Ja, genau. Also über ein Beamer wurde es an die Wand projiziert, sodass diese Blume eigentlich zweimal da war. Nämlich einmal in meiner Hand und einmal an die Wand projiziert. Und trotz allem gab es einen Unterschied in der Wahrnehmung. Jedem war klar, die Blume, die ich in der Hand halte, ist real, die Blume, die an der Wand ist eine Abbildung. Und das Spannende dabei ist, dass letztendlich so rein physiologisch, das heißt so auf der organischen Ebene, im Kopf, im Gehirn, im Auge, da eigentlich das Gleiche passiert. Nämlich, kommt denn nur ein Abbild an? Es kommt nur ein Abbild an. Und aus allem weiß man, das eine Abbild ist das Abbild einer Sache, wo ich jetzt aufstehen kann. Du kannst es anfassen. Das war so ein Merkmal des Workshop-Teilnehmers, die ich ganz treffend fand. Und bei der projizierten Blume an der Wand kann ich das eben nicht. Und ich weiß sofort, dass das ist. Und das zeigt, wie gut unser Wahrnehmungsapparat an der Stelle Dinge unterscheiden kann. Für diesen Prozess gibt es noch nicht wirklich einen Mechanismus im Gehirn, den man gefunden hat. Also es scheint irgendwas Implizites zu sein, was wir können. Und man weiß nicht genau, an welcher Stelle das verortet ist in unserem Wahrnehmungsapparat. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, sich darüber gerne zu machen. Und ja, das eine ist 3D, das andere ist 2D, weil es an der Wand ist, aber das funktioniert genauso, wenn ich mir eine Hand zuhalte. Trotzdem weiß ich das. Auge. Genau, ein Auge zuhalte in einer Hand. Genau. Und, das eine ist das Abbild und das andere ist das Abbild vom Abbild. Ja. Aber wenn es im Gehirn ankommt, ist es halt einfach nur ein Abbild. Eigentlich schon. Und man kann den Unterschied erkennen. Genau. Das finde ich völlig spannend, weil das natürlich eine ganze Menge für uns Fotografen auch bedeutet. Dass man mit diesen verschiedenen Ebenen dann auch spielen kann.
Wir haben das, ich glaube, wir haben am Anfang Fotos angeschaut, wo verschiedene scheinbar Realitätsebenen drin waren. Also das, ich glaube, das eine Foto war das Bild eines Plakates mit einem Werbeplakat mit Menschen drauf und davor liefen dann wieder Menschen entlang. Und da hast man das im Grunde, ne? Du hast das Abbild von Menschen und den realen Menschen und die treten dann miteinander in. Aber der ist in dem Moment, wo wir ihn hier anschauen, immer noch nicht real, sondern nochmal eine Abbildung. Das heißt, du hast eine Abbildung von einer Abbildung von einer Abbildung. Jetzt sind wir in der Matrix und gleich explodiert das Handy interessant. Genau. Und hätte man das Ganze noch durch eine Glasscheibe fotografiert, hätte man möglicherweise noch eine Reflexion bekommen, dann hätte man das Abbild und ein Abbild und die Spiegelung eines Abbilds. Und das macht es aber so interessant, weil man dann auf das Foto so viel. Ich das sagen? Also ich spiele da ja auch total gerne mit. Man bekommt so viele verschiedene Ebenen von Wirklichkeit, die alle nicht mehr wirklich zu sein scheinen. Also man bekommt Mysterium rein irgendwie. Das macht das aus meiner Sicht so im Kopf so spannend. Und dann hat man hinterher ein ausgedrucktes Foto in der Hand und das ist ein Abbild. Fühlt sich aber sehr real. Genau. Okay, wir gehen jetzt ins Inception, ne? Wir gehen jetzt nicht noch eine Ebene tiefer, sonst gibt es hier tatsächlich ein Problem. Aber kann man lange drüber philosophieren. In dem Zusammenhang, wir haben gestern Abend in der Vorbesprechung auch ein bisschen darüber philosophiert. Du meinst das Weintrinken? Weil es das Weintrinken, ja, genau, ja, Vorbesprechung, Entschuldigung. Ja. Übrigens mit Hose. Ja, bis diese Folge von Abzug FM aufgenommen wurde. Ne? Das war, ich wusste sehr schnell, aber mach mal weiter. wir haben über die Frage diskutiert, ob Fotos nachbearbeiten nun in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Hier im Workshop jetzt. Ja, gestern Abend haben wir es auch schon ein bisschen andiskutiert. Und dann kam immer dieses Stichwort, es gibt Menschen, die das nicht mögen, Fotos nachzubearbeiten, weil dann die Realität verfälscht wird. Und was eigentlich Realität ist, fand ich ganz spannend. Alexander hat eine Folie gezeigt, wie Wahrnehmung funktioniert, was unser Gehirn mit der Realität tut. Übrigens, ganz kurz eine interessante Begrifflichkeit. Du hast gerade gesagt, er hat eine Folie gezeigt. Richtig, genau. Er hat nicht eine Folie gezeigt. Ich habe dir keine Folie gezeigt. Er hat einen Slide gezeigt aus PowerPoint. Ein Slide ist ein Dia. Ein Slide ist ein Dia. Aber das ist. So viel zum Thema Realität. Ja, man sieht, dass ich ein corporate-gebrandetes Kind bin. Und in einer deutschen PowerPoint-Version ist das immer Folie 1, Folie 2, Folie 3. Und in der englischen ist es Slide 1, Slide 3. Okay. Ja. Genau, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Er hat eine Abbildung eines Mechanismus gezeigt. So schön, euch dabei zuzusehen. Das ist geil, oder? Darf ich jetzt mal so gucken, wenn die Folgen aufnehmen? Diese Dynamik ist klasse, das oder? Das ist großartig. Ja. Wann bekommen wir mal ein Video davon, wenn du mit Alexa podcastest? Niemals. Jetzt sag doch mal, was unser Gehirn mit der Wahrnehmung und so. Du weißt schon, was ich meine. Genau, also erklär uns mal alles von A bis Z in 3 Minuten. Die Grafik, die ich an die Wand geschmissen habe. Ganz grob. Also nicht die Grafik projiziert, bevor das ist sehr gemütlich für mich, das zu erklären. Also ich habe eine Präsentation da auf seinem Notebook und über ein Thema. Also worum es eigentlich geht, ist die Tatsache, dass die Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad so ein rein physikalischer Prozess ist. Das heißt, das Licht von irgendeinem Objekt, einem Stimulus, landet im Auge. Das Licht. Nicht der Stimulus. Wenn das passiert, hast du ein Problem. Das Licht, also von einem Objekt, landet im Auge. Und da ist ein interessanter Fun-Fact, der uns nicht bewusst ist, ist, dass, wie bei den alten Fotoapparaten, die Bilder, die auf die Netzhaut projiziert werden, durch das Licht immer auf dem Kopf stehen, durch die Linse, die wir vorne im Auge haben. Das heißt, eigentlich, so hinten auf der Netzhaut steht immer alles auf dem Kopf. Da ist das Gehirn einfach sehr fähig und dreht immer sofort die Bilder um. Das macht sich niemand gegenwärtig, ist aber so. Also eigentlich sehen wir alles auf dem Kopf. Und dann werden die Rezeptoren im Auge hinten auf der Netzhaut gereizt und dann entstehen so kleine Stromimpulse, die gehen durch den Nerv, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Und dann kommen diese Stromimpulse irgendwann im Gehirn an und dann beginnt ein Verarbeitungsprozess. Und das, was ankommt, wird verarbeitet. Und es entsteht die Wahrnehmung, im Englischen Perception, und dann passiert noch einen Schritt weiter, das Erkennen. Also wenn der Stimulus ein Baum war, kommen die Signale an, die der Baum erstmal liefert auf den Zellen der Netzhaut, und dann wird der Baum auch noch erkannt. Und da wird es auch physikalisch zu sein. Genau, und das ist ein reiner Prozess, der im Gehirn stattfindet in uns, wo wir anfangen, das zu konstruieren. Denn wir sehen im Gehirn gar nicht den Baum, sondern keine Stromimpulse. Diese Stromimpulse sagen uns, das ist ein Baum, und
was dann noch hinzukommt und da drüber schwebt, ist sozusagen das Wissen, das wir haben. Und dieses Wissen beeinflusst immer die Erkenntnis dessen, was wir sehen und auch die Interpretation von dem, was wir sehen. Und das ist für mich eine der fundamentalsten Erkenntnisse meines Psychologiestudiums gewesen im Bereich der Wahrnehmung, dass wir die Welt, in der wir leben, also die Workshop-Timer werden es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ich schon dreimal heute gesagt habe, aber wir konstruieren die Welt in unserem Kopf und jeder konstruiert sich ein Stück weit seine eigene Welt. Und das klingt ganz schlimm, das ist aber gar nicht schlimm, weil so im Großen und Ganzen das ähnlich genug ist, was wir alle konstruieren, sodass wir gut miteinander funktionieren können und über die gleichen Dinge reden. Also Leute konstruieren nicht grundsätzlich unterschiedliche Dinge und das ist eine Erkenntnis. Sie sind gleich genug, aber auf der anderen Seite sind sie auch wieder verschieden genug, als dass es uns natürlich Diskussionsspielraum bietet. Und es gibt immer so eine emotionale Ebene auch. Also natürlich löst nicht jeder Baum die Emotionen aus, aber wenn er eine Emotion auslöst, ist es vielen unterschiedlich. Warum löst er diese Emotion aus? Das kann tausend Gründe haben. Also wir sind natürlich emotionale Menschen und genau, dann Chris hier hat ja den Begriff des Rucksacks hier geprägt. Also jeder trägt einen Rucksack an Erfahrungen, an Emotionen, an Geschichte mit sich herum und wenn du mal von einem Baum runtergefallen bist und dir das Bein gebrochen hast, dann hast du vielleicht eher eine negative Emotion Bäumen gegenüber. Wenn du unter genau diesem Baum deine erste Freundin geküsst hast und das war ein toller Moment, hast du eine positive Emotion dem Baum gegenüber. Und all das fließt in die Wahrnehmung und Erkenntnis dieses Baumes ein. Und das ist viel mehr als das Foto. Das klappt aber nur bei Bäumen. Das klappt bei allen. Ich finde das schön mit dem Baum, das ist ein schönes Beispiel. Wir sind in dem Zusammenhang auch nochmal auf den zu Tode gerittenen Spruch von Robert Capa eingegangen. Mhm. Als wir darüber gesprochen haben, was ein gutes Bild ausmacht, da kam weniger ist mehr. Zum einen natürlich weniger drauf hilft bei der Konzentration auf das Wesentliche. Mehr ist weniger drauf, bedeutet mehr Interpretationsspielraum. Und dann haben wir auch gesagt, wie kriegt man denn weniger hin, indem man näher rangeht zum Beispiel. Ja. Und der Herr Käfer hat ja gesagt, if the picture is not good enough, you're not close enough. Und das ist eben nicht nur auf die räumliche Nähe bezogen, sondern er hat es besonders darauf bezogen, wie nah man seinem Motiv emotional und vom Wissen her auch ist. Also je mehr man sich mit etwas beschäftigt, was man vorhat zu fotografieren, desto mehr packt man sich in den Rucksack an Wissen, an Erfahrungen, an Emotionen und kann ein Motiv dann auch ganz anders rüberbringen für sich selbst. Man kann es ganz anders angehen, weil man eine andere Perspektive auf eine Sache hat und man kann natürlich das auch dem Betrachter vermitteln im Bild. Weil, wie wir ja schon, ja, ich weiß nicht in welcher Folge das war, Fotograf ist ja Sprache, man gibt auch mal ein bisschen von sich selbst mit. Also der Betrachter nimmt was. Es gibt immer so zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten. Den genau. Foto, den Fotografen und den Betrachter. Der Betrachter und jeder tut was von seinem Erfahrungsschatz da rein und lädt damit die Kommunikation auf, die zwischen dem Betrachter und Fotografen passiert. So, jetzt würde ich ganz gerne mal kurz so bei ein, zwei, drei anwesenden Teilnehmern mal kurz nachfragen, was denn eure Erkenntnis des Tages ist. Habt ihr irgend so ein Ding heute gehabt, so ein Aha-Erlebnis oder so eine Sache, die ihr mitnehmt von dem Tag? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil da ging es ja um genau diese Geschichten, um sowas. Hat da jemand? Hm? Ja, du bist wer und wo kommst du her? Ich bin Norbert aus Paderborn. Ja, und für mich war halt wieder die Erkenntnis, dass andere Leute meine Bilder ganz anders betrachten als ich selbst. Schon sehr wichtig. Also, hast du ein konkretes Beispiel heute gehabt dafür? War das heute früh beim Betrachten der mitgebrachten Bilder? Ja, genau. Da, zum Beispiel, da habe ich dann doch noch ein paar Emotionen im Hintergrund, wenn ich da so einen gefüllten Rathausplatz der Heimatstadt sehe mit Fußballfans. Wo ich da stand und sagte, damit kenne ich nicht, das löst bei mir nicht viel aus, ja, weil ich da halt keinen Bezug dazu habe. Ja, genau. Und da auch, mir ist dann aufgefallen, dass das gestaltet hätte man es noch umgehen können, weil es ein bisschen zweifelhaft war. Egal. Das war nicht das Ding, sondern das Ding war tatsächlich, dass du als der, der es gemacht hat und der da lebt, natürlich einen Bezug dazu hast. Ja, ja. Aber es war mir halt eigentlich auch gefallen, also obwohl ich eigentlich auch solche Dinge manchmal auch machte. Das heißt aber nicht, dass das dann per se ein schlechteres Bild ist. Nein, ist das nicht gemeint. Ja. Das ist einfach nur, viele Sachen sehe ich in meinen eigenen Bildern nicht. Man muss mich erst darauf hinweisen, was da zu sehen ist. Ich bin dann ein wenig tilt. Ja gut, aber das sind wir ja alle. Also ich merke das ja auch, wenn ich zu Hause bin und Bilder betrachte,
Noch eine Wortmeldung? Mal ganz kurz und machen dann gleich weiter. Du bist? Ich heiße Sven und bin aus Hamburg. Und für mich war die Aufgabe, die wir ja gemacht haben heute, eigentlich sehr interessant, weil ich habe mir vorher noch nie so ein beschränktes Thema eigentlich gegeben. Und auch die Umgebung hier, in der wir uns bewegt haben, ja, war so ein bisschen erst demotivierend am Anfang. Ich habe mich eigentlich so gedacht, so das tolle Wurst, das kriegst du ja nie hin. Und was war denn die Aufgabe? Die Aufgabe war im Prinzip, nimm zwei von drei. Der eiserne Fotograf, da waren zwei von drei Punkten sollten auf dem Bild erfüllt sein. Und die Punkte waren wichtig, ähnlich und wenig. Wichtig, ähnlich, wenig. Genau. Und das war am Anfang relativ schwierig, weil die Umgebung hier, wir sind hier so im Hauptbahnhof-Umfeld, ein bisschen alte, verlassene Industrieanlagen so ungefähr und Bahnschienen. Ein bisschen alternative Szene mit viel Graffiti und so. Genau. Und das war halt schon so ein bisschen, und auch LKWs und da sind wir halt losgezogen und irgendwann. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann halt einfach ich mich auch von diesem Druck auch ein bisschen befreit habe und das ganze Spielerische angegangen bin. Und dann eigentlich zum Schluss auch auf jeden Fall das Thema, denke ich mal, noch getroffen habe, einigermaßen. Und, aber diese Beschränkung war eigentlich ganz, ganz wichtig, um auch das Auge oder auch diese Gestaltungsmöglichkeit eigentlich so ein bisschen zu wecken. Cool. Ja, das Thema Druck können wir an der Stelle aber vielleicht nochmal vertiefen. Ich gucke da den Kollegen an, der mir gegenüber sitzt. Der hatte am Anfang mit dem Druck, glaube ich, jetzt würde man das nennen, fotografische Verstopfung, aber dann hat sie es gelöst. Ne? Ja, der Felix. Du bist der Felix aus? Ja, ich bin der Felix aus Hamburg. Und ja, ich fand die Aufgabe auch sehr, sehr fordernd. Also am Anfang habe ich echt gedacht, ich kriege gar nichts hin. So, ich bin durch die Gegend gegangen, habe geguckt und dachte, passt das, passt nicht. Irgendwie gefällt mir alles nicht so. Das hat echt, das wäre eine Stunde Zeit. Und es hat echt fast 40 Minuten gedauert, bis ich so, wie so einen Knoten gelöst habe bei mir. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt könnte ich das auch noch drei Stunden weitermachen, mir würde so 1000 Motive einfallen. Also das ging dann irgendwie ratzbatz, so, dann habe ich das gesehen und dann das und dann das. Und dann war auch Action. Dann habe ich mich auch auf den Boden geworfen und andere Sachen gemacht. Und bin eigentlich dafür, dass ich am Anfang echt schockiert ist falsche Wort, aber gedacht habe, ich kriege nicht. In dieser Stunde nicht ein einziges Foto. Du warst quasi verstopft. Ja, verstopft trifft es wohl ganz gut, ja. Und ich glaube, hier ist das Ergebnis dann meiner Meinung nach, also von allen Teilnehmern, dann noch sehr gut geworden. Ich war dann noch sehr begeistert, als wir dann die Bilder gesehen haben, die da hinten rauskamen. Ja, wir haben ja ein bisschen sind wir bei den Bildern auch auf das Thema Gestaltpsychologie abgegangen. Also was macht Dinge eigentlich, was passiert? Moment, der Alexander lacht, wenn du das sagst, weil das natürlich immer wieder kam, das Thema Gestalttheorie. Also wer das mal googeln möchte, früher hieß es Gestaltpsychologie, ich glaube mittlerweile sagt man eher Gestalttheorie. Manche sagen nur Gestalt. Oder Gestalt, wir sind ja auch so lustige Gestalten hier, ne? Genau. Und das ist natürlich eine Sache, die in der Fotografie auch schon ganz viel Anwendung findet und mit der man auch so eine Menge Sachen erklären kann. Aber das ist für Psychologen ist das eher so die Oberfläche, an der man da kratzt. Richtig, oder? Aber für den Fotografen geht es manchmal schon ganz schön tief. Ja, naja, es ist die Oberfläche nicht unbedingt, aber es sind ganz einfache Prinzipien in der Gestalttheorie, also Dinge, die dicht beieinander sind, werden als zusammengehörig empfunden oder wenn Elemente. An sich total simples Zeug, ne? Eigentlich ganz simples Zeug und ich muss gestehen, dass auch, also ich fand auch diese Fotos, also ich habe übrigens überhaupt gar keine Ahnung von Fotografie und bin da vollkommen unkreativ. Also ich kann relativ gut labern, was ihr jetzt gerade merkt, weil ich mir gelabert habe. Das ist so eines meiner Talente, aber Fotografie gehört sicherlich nicht dazu und ich finde also das ganz großartig, was die Workshop-Teilnehmer hier dann an Fotos geliefert haben auf dem Gelände. Das wären Ideen gewesen, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Und da dann zu sehen, also ich habe hier so im Theorieteil, habe so auf den großen Psychologenmacker gemacht und dann so ein paar Schwarz-Weiß-Grafiken gezeigt, was so Ähnlichkeit bedeutet oder so angedeutete Dreiecke, die also wir dann. Vervollständigung, die wir dann selber vervollständigen. Und wenn man dann Bilder sieht, wo man so einen angedeuteten Halbkreis sieht oder einen angedeuteten Autoreifen oder so etwas in der Art und selber dann beginnt im Kopf das zu ergänzen, dann merkt man, wie einen das dann selber packt. Und gerade bei dem Thema wenig
was so oft jetzt bei den Fotos umgesetzt wurde, dass man eben auch nur Ausschnitte von Dingen sah, ergänzt man ganz viel drumherum und dann ist man genau in dieser Gestalttheorie. Und wenn man sich das ganz bewusst macht, merkt man dann doch, wie sehr wir davon geprägt sind. Und das hat mich dann selber auch nochmal geflasht, also nach der ganzen Theorie, die ich aus 1000 Lehrbüchern irgendwie auch lernen musste, für Prüfungen produzieren musste, das mal in der Anwendung dann zu sehen und in der Umsetzung zu sehen, fand ich hochspannend. Ich find's immer dann relativ cool, ich bin ja nun schon auf ziemlich vielen Workshops dabei gewesen und irgendwann kommt immer ein Foto von irgendwem, auf dem mehr als ein Subjekt zu sehen ist. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja, wieso funktioniert das oder wieso funktioniert es nicht? Also warum nimmt man manche, die eigentlich zwei Subjekte sind, als eins wahr oder als zusammengehörig und warum funktioniert das manchmal eben nicht? Und heute haben wir, warum funktionieren manche Gruppenbilder, warum funktionieren manche nicht? Genau, genau. Und heute haben wir so ein paar von diesen Dingen, die dahinter stehen, halt bei Alexander im Vortrag gesehen, also Dinge, die nah zusammen sind, hatten wir in dem eisernen Fotografen kam nicht umsonst ähnlich vor, also Dinge, die sich ähnlich sind, können zusammen als ein Subjekt funktionieren, die zusammen eine Form bilden, die sich scheinbar fortsetzen, also da gibt es so viele Elemente, die in einem abgeschlossenen Raum sich befinden, die sich gemeinsam in einem abgeschlossenen Raum finden oder scheinbar eine gemeinsame abgeschlossene Form ergeben. Wir hatten Linien, die eigentlich nicht da sind, aber dann doch wieder wahrgenommen werden. Aus punktuellen Dingen erzeugen, sich genau. Selbst erzeugen quasi. Und ganz viele von den Sachen kennt man intuitiv oder sieht sie irgendwo, aber sich das mal bewusst zu machen, was das für Elemente sind, die dazu führen, das kann dann natürlich beim Fotografieren auch helfen. Die können für einen arbeiten, aber die können auch gegen einen arbeiten. Jo. Haben wir noch was? Ich glaube nicht. Ja, das ist es auch, das ist es schon 23 Minuten. Ja, dafür, dass wir langsam kalten Hintern kriegen, ist das echt lang gewesen. Ja, so Gänsehaut, ne? Ja. Und zwischendurch haben wir noch festgestellt, das ist eigentlich gar nicht meine Motivklingel. Genau, Chris Motivklingel Nummer 1. Genau. Wieso? Ich hab nur ein bisschen gepusht. Ein bisschen moderiert. Und die Mikros hin und her gehalten. Ja. Er ist ja etwas erfahrener im gemeinsamen Podcast. Ich bin ja so die klassische Allein-Podcasterin. Ich kann mich selbst moderieren. Moment, wir müssen also mal an dieser Stelle, würde ich ganz gerne erwähnen, dass wir ja einen gemeinsamen Podcast haben, liebe Mumi. Und zwar auf abzugfm.de. So viel zum Thema Marketing. Du pluggst schon wieder schamlos andere Dinge. Ja, aber das ist kein Plug. Das ist unser Produkt Placement. Genau. Product Placement. Genau. Das ist ein Podcast, in dem wir beide ein bisschen erzählen über unseren anstehenden Umzug. Vor allem auch unser Haus. Und dann musst du das nicht machen. Vor allem auch das Buch, was demnächst kommt. Darum geht es ja auch in diesem Podcast. Auf das wir ja alle ganz gespannt warten. Ja, wobei es da jetzt tatsächlich eher so um den Prozess geht. Was tun wir da? Wie funktioniert das überhaupt? Und so ein bisschen, wir verändern uns und nehmen euch dabei mit. Ganz genau, wenn zwei Buchanfänger ein Buch schreiben. Genau, du bist ja eher so ein Buchprofi schon. Ja, ich habe ein ganzes schon fertig. Es gibt zwei andere Leute geschrieben, auch insofern. Und das, der Titel, jetzt kannst du es planen, komm. Ja, also das erste Kapitel muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Scholl und viel wichtiger, Ende des Jahres kommt das erste Huxler-Buch, The Hoax Files Band 1. Und das wird, glaube ich, ganz schön. Sehr gut. Ja, dann genug geplant. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zum einen bei der Workshop-Gruppe zu bedanken, dass sie so zahlreich am Podcasten teilgenommen haben. Und natürlich ein großes Dankeschön an meinen prominenten Experten, Alexander. Chris, vielen Dank.